غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباء Bis غرباء Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, وارتضينا. Allahs Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen auf dem Gesang Allah sallallahu alaihi wasallam. Geschwister im Islam, wir sind hier weiter bei Hadith der Woche, New Edition, das heißt mit Erklärung, ihr wisst schon Bescheid. Und jetzt mit einem sehr schönen Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu wird überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer Ramadan mit Iman und Ihtisab fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Ja, der erste Teil des Hadith gibt es auch in einer anderen Version, wo der Prophet a.s. sagt, wer im Ramadan mit Iman und Ihtisab im Gebet steht. Und ein anderer Wortlaut, eine andere Überlieferung, wer in Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, mit Iman und Ihtisab steht. Was bedeutet jetzt hier in dem Hadith, was wir verstehen wollen, bezogen den Schach, den wir jetzt geben von den oben genannten Überlieferungen, nämlich wer im Ramadan mit Iman und Ihtisab fastet, den werden wir seine vergangenen Sünden vergeben. Was bedeutet Iman und Ihtisab? Sprachlich bedeutet Al-Iman die Bestätigung. Die Bestätigung. Ihtisab ist die Abrechnung, Al-Hisab. Ja? Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass im Hadith derjenige gemeint ist, der in diesem Monat mit sich selbst abrechnet. Ja? Sich seine Sünden vor Augen führt und seine Sünden bereut. Da unsere Sünden viele sind, und möge Allah Azzawajal alle Muslime und Muslimas vergeben auf dieser Welt, hier sind manche Gelehrte der Meinung, dass man seine Sünden sich vorführt und man rechnet mit sich selber ab und seine Sünden bereut. Andere sagen, dass man mit der Belohnung von Allah Azza wa Jal für sein Fasten rechnet. Ja, fürs Fasten, was man tut, mit der Belohnung rechnet. Ibn Hajar sagte in Fathul Bari, mit Iman ist gemeint, dass man von der Pflicht des Fasten überzeugt ist. Und mit Ihtisab ist die Einforderung der Belohnung von Allah Azza wa Jal für dieses Fasten gemeint. Al-Khattabi sagte, man soll entschlossen sein zu fasten und dabei den Wunsch haben, die dafür stehende Belohnung zu erlangen. Dabei soll man das Fasten nicht als Last oder Erschwernis empfinden, möge Allah Azza wa Jal von dieses Empfinden uns bewahren. An-Nawawi sagte, mit Iman ist die Bestätigung, dass es die Wahrheit von Allah ist und dabei die Vorzüge des Fastens beabsichtigt. Die Bedeutung von Ihtisab, dass man nur das Wohlgefallen von Allah Azza wa Jal in seinen Fasten beabsichtigt und nicht die Blicke oder das gute Zusprechen der Menschen andere Dinge, denen den Ikhlas der Aufrichtigkeit widersprechen. Ja, das ist die Meinung der Gelehrten bezüglich Al-Iman wal-Ihtisab. Und wie wir sehen, dass Iman die Bestätigung, die Überzeugung fürs Pflicht des Fastens ist, die Bestätigung dafür, und Ihtisab die Abrechnung mit dir selbst oder die Abrechnung, die du bekommst, und mit dem Lohn, den du rechnest, den Allah Azawajal dir geben wird fürs Fasten. Und das ist hiermit gemeint im Hadith. Und dem werden seine vergangenen Sünden vergeben, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hiermit sind die kleinen Sünden gemeint, liebe Geschwister. Ja? Hiermit sind die kleinen Sünden, die man macht, gemeint. Und für die großen Sünden bedarf es eine gesonderte Taube, eine gesonderte Reue, die man ablegen muss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Ramadan geben mit Iman und Ihtisab. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben, die kleine sowie auch die große. Und mögen wir Reue empfinden für die großen Sünden, die wir getan haben. Jeder kennt seine Sünde selber und jeder weiß, wie Gott es versteht, wenn er alleine ist. So sage ich, liebe Geschwister, ist dieser Hadith gerichtet an mich. 1000-mal, 100-mal und einmal an jeden Einzelnen, der das hört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala einen gesegneten Ramadan für jeden geben und uns einen schönen Ausgang vom Ramadan geben und uns unsere Sünden vergeben. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.